Vielen Dank. Schön, dass Sie alle die Zeit gefunden haben, hier zum Symposium zu kommen. Und wir hoffen, dass wir Ihnen ein bisschen was Interessantes vorstellen können. Das sind unsere finanziellen Interessen in der Arbeitsgruppen in der Universitätsaugenklinik in Heidelberg. Eine Studiengruppe, die EWS 2, hat eine neue Publikation zum Management und zur Therapie des trockenen Auges aufgelegt. Es geht im Wesentlichen darum, zunächst mal schrittweise zu behandeln, selektierende Fragen zu stellen, weiter über die Risikofaktoranalyse und die diagnostischen Tests entscheiden zu können, liegt eine evaporative oder Problematik vor oder ist es ein Mangel der wässrigen Komponente und dann in 4 verschiedenen Schritten die Therapie anzupassen, damit wir letztlich ein gut therapierten und hoffentlich auch glücklichen Patienten haben. Das trockene Auge betrifft 15-17% der Weltbevölkerung. In den Industrienationen ist das sicherlich noch deutlich ausgeprägter aufgrund der neuen Lebensumstände und Gewohnheiten, vor allem die Bildschirmarbeitsplatz. Arbeitende Bevölkerung ist damit in bis zu 80% betroffen. Des Weiteren werden auch Tablets und Smartphones sehr häufig genutzt, sodass auch Jugendliche oft schon mit dieser Problematik sich in den Praxen vorstellen. Meibom-Dysfunktion bei älteren Patienten, diabetische Patienten, Patienten mit anderen Erkrankungen wie einer Akne rosacea, aber auch Patienten nach refraktivchirurgischen Eingriffen oder auch unter den Glaukomtherapien haben damit massiv Schwierigkeiten. Das ist jetzt so die Originalaufarbeitung in englischer Sprache und da wollen wir mal ein bisschen drauf eingehen. Die Risikofaktoren hier haben wir ja schon aufgezeigt. Und dann gibt es verschiedene Fragen, die man wirklich mit dem Patienten durchgehen sollte, um ein Gefühl dafür zu bekommen, in welchen Situationen ist es besonders problematisch, zu welchen Tageszeiten ist es besonders problematisch. Und welche Therapie ist dann wirklich auch die geeignetste, beziehungsweise wie stark muss ich die Therapie auch starten? Hierbei helfen uns die weiteren diagnostischen Tests. Also zunächst den Fragebogen. Ups, ist zurückgesprungen. Mit der Symptomatik erheben und dann wird es ganz wichtig sein, eine möglicherweise möglichst nicht invasive Tränenfilmaufrisszeit des Patienten zu bestimmen. Auch die Osmolarität scheint ja einen nicht ganz unentscheidenden Faktor zu spielen. Und dann auch sich die Oberfläche des Patienten anzuschauen, wie ist die Kornea geschaffen, wie ist die Konjunktiva und wie ist das um die Meibomdrüsen bestellt. Schauen wir uns jetzt mal an, was der Keratograph 5-EMDA an diagnostischen Möglichkeiten in einem Gerät vereint uns bietet. Wir können den Tränenfilm scannen, also den Tränenmeniskus, die Tränenfilmaufrisszeit, sich uns die Lipidschicht selbst anschauen und auch die Dynamik. Wir haben eine objektive Klassifikation auch zur weiteren Vergleichbarkeit der konjunktivalen Injektion, also der Bindehautrötung. Wir haben die Möglichkeit, uns die Meibomdrüsen des Ober- und Unterlides genauer darzustellen. Und wir haben ein sehr gutes Tool der Bild- und Videodokumentation, um einfach auch eine Progression festzustellen oder auch zu belegen, wie gut die Therapieansätze sind. Darüber hinaus ist das ja ein Gerät, der ein oder andere von Ihnen wird das sicherlich auch in der Praxis schon nutzen, der Topografie, das auch sehr häufig für Keratokonuserkennung genutzt wird oder auch natürlich für die Kontaktlinsenanpassung und auch für die Oxymap, also die Sauerstoffdurchlässigkeit. Das wird vorwiegend von Optikern auch genutzt für die Kontaktlinsen. Entscheidend für ein Screening beim Vorliegen oder möglichen Vorliegen eines trockenen Augens sind natürlich die Tränenfilmaufrisszeit, die Meniskushöhe und die Bindehautrötung. Und ich habe Ihnen mal in den verschiedenen Icons so ein bisschen dargestellt, welche Abbildungen wir letztlich dann mit dem Keratographen erhalten können. Ich wollte Ihnen zunächst mal einführend die Normalbefunde zeigen.
das ist jetzt schon ein paar Jahre her, alle drei etwas größeren Personen dieses Fotos haben Schwierigkeiten, auch zeitweise mit trockenen Augen, der junge Herr nicht, und der musste dann herhalten. Zunächst mal den Fragebogen, dass Sie den auch mal gesehen haben, zum Durchklicken, wie lichtempfindlich sind die Augen, fühlen sie sich sandig an, haben sie häufiger verschwommenes oder auch schlechtes Sehen. Und dann, wie sieht es in der letzten Woche aus, ist das Lesen uneingeschränkt möglich, Nachtfahrten, Computerarbeit oder auch an Geldautomaten, und wie sieht es mit dem Fernsehen aus. Und dann auch in der letzten Woche gab es unkomfortable Situationen bei windigen Wetterbedingungen oder bei sehr geringer Luftfeuchtigkeit oder auch in Räumen mit entsprechender Klimatisierung. So sieht dann ein Normalbefund aus. Man macht zunächst die Aufnahme, fokussiert auf den Tränenmeniskus stark, und manuell kann man dann an der Infrarotaufnahme markieren, wie hoch der Tränenmeniskus ist, einmal mittig und dann im Prinzip an den Limbusrändern nasal und temporal nach unten projiziert. Das ist eine Aufnahme nun der nichtinvasiven Tränenfilmauffrisszeitmessung. Und da sehen wir überwiegend grüne Bereiche. Die grünen Bereiche sind eine Tränenfilmauffrisszeit um die 24 Sekunden. Gelb sind dann Bereiche, die schon etwas früher aufbrechen, aber das liegt alles noch sehr, sehr vernünftig. Wie misst der Keratograph? Wir haben ja die Placidoring-Projektion auf die Oberfläche. Sie sehen oben hier ein reguläres Ringmuster in der ersten Abbildung, dann beginnende Verzerrung hier unten. Ich hoffe, Sie können das so ein bisschen erkennen, dass hier so leichte Einkerbungen schon zu sehen sind, und hier im dritten ist das komplett dünn und hier auch schon aufgerissen. So sieht es dann aus, wenn Sie die Rötung aufnehmen. Sie brauchen eine sehr breite Lidspalte, und Sie sehen es rechts an den Aufnahmen, da wird so eine Abdeckscheibe im Prinzip rübergelegt. Es wird der Quotient erhoben, temporal und nasal der Rötung, der ist dann 0,4, 0,5, limbal, dann auch temporal und nasal 0,1 jeweils, und das ist der Quotient, der automatisch vom Gerät erfasst wird, der Gefäße im Vergleich zum Weißanteil. So sieht das aus mit der Maibografie des Unterlids. Das müssen Sie sich ein bisschen runterziehen. Das war nicht ganz einfach, weil unser Junior zu dem Zeitpunkt 10 Jahre alt war und natürlich eine ordentliche Lidspannung hat. Ich habe ihm auch vorher mal einen Tropfen Betäubung reingemacht, dass er das überhaupt toleriert hat. Und so sieht das aus unterm Oberlid. Und wir haben wirklich eine sehr, sehr ordentliche, präzise Darstellung wirklich der Maibomdrüsen bis in die Umschlagfalte. Das ist ein bisschen tricky, man muss sich da ein bisschen dran gewöhnen, wie man so um den Keratographen rumkommt, um wirklich dann ordentlich zu ektropionieren. Aber wenn man ein bisschen Erfahrung hat, geht das sehr gut. Und wir haben jetzt auch ein neues Tool, mit dem man sehr gut ektropionieren kann. Ist ein bisschen länger gearbeitet und ein bisschen anders geformt, also deutlich besser als ein Wattestäbchen, ein kurzes. Im Vergleich. Also diese Aufnahmen kann man alle mit der Pentacam machen? Keratograph, nicht Pentacam, Keratograph. Hier sehen Sie jetzt abgedunkelt, im Vergleich dazu, da Zustand nach Keratokonjunktivitis epidemica mit ausgebildeten Narbenplatten und einen lokalen Ausfall eben der Maibomdrüsen. Warum ist die Maibografie denn bei unserem Patienten so wichtig? Es werden natürlich die Lipide dort gebildet, die den Verdunstungsschutz des Tränenfilms bilden, und das ist gerade im höheren Alter so der Hauptgrund für eine Sicca-Problematik. Die Beschwerden sind Ihnen allen bekannt. Es ist ein ordentlicher okulärer Diskomfort, oft auch eben dann mit Epiphora. Der Visus ist sehr instabil, Kontaktlinsen tragen ist sehr schwierig, weil auch die nachbenetzenden Augentropfen auf Basis von Hyaluronsäure da oft nicht so gut einsetzbar sind, also nicht erfolgreich einsetzbar sind. Es kommt zu Oberflächenirritation bis hin zu Entzündungszeichen und auch mal letzten Endes Ulzera, die sich ausbilden können. Wie sieht das jetzt aus, wenn wir die verschiedenen Untersuchungen durchgeführt haben mit dem Keratographen? Wir haben verschiedene Klassifikationen.
also hohe Mengen des Tränenmeniskus mit mehr als 0,35 mm, dann zwischen 0,2 und 0,35 nur als normale Mengen, grenzwertig zwischen 0,15 und unter 0,2 und dann kritisch sicherlich unter 0,15 mm. Wir haben dann zum anderen vier Klassifikationen der Rötung, also der konjunktivalen Injektion. Tränenfilmauffrisszeit sicherlich gut und überdurchschnittlich bei mehr als 15 Sekunden, zwischen 11 und 15 Sekunden als normal klassifiziert. Das macht das Gerät aber alles auch automatisch und zeigt Ihnen das an. Auffällig zwischen 7 und 11 und dann sehr verdächtig, wenn man eine Tränenfilmauffrisszeit von unter 7 Sekunden dann erhält. Die Meibografie, das müssen Sie selbst dann so ein bisschen sich anschauen und entscheiden, sind gar keine Ausfälle der Meibomdrüsen da, haben wir ein Drittel, haben wir zwischen einem und zwei Drittel der Ausfälle oder haben wir mehr als zwei Drittel Ausfälle, was sicherlich sehr schwierig therapeutisch werden wird. Dann den Fragebogen, der eben auch dann anzeigt, haben wir normale bis sehr auffällige Beschwerden eben des Patienten und an der Spaltlampe selbst können Sie dann noch die lidkantenparallelen Bindehautstauchungsfalten, wie Sie das kennen, beurteilen und auch mit in die Auswertung einpflegen. Also keine eine permanente Falten, mehrere permanente Falten, die allerdings weniger als 0,2 mm ausmachen oder dann auch mehrere permanente Falten, die über 0,2 mm hinausragen. Ich habe Ihnen noch ein paar Patienten mitgebracht. Hier ein 44-jähriger Patient, sicherlich sehr häufig in den Praxen, Bildschirmarbeitsplatz, sehr ausgeprägte Sicker-Symptomatik. Der quälte mich so ein bisschen mit Refraktionsschwankungen. Es ist nicht jeder Sicker-Patient, würde ich jetzt nicht primär vor den Keratographen setzen, aber bei dieser Problematik macht das dann schon Sinn, weil Sie einfach auch den zeitlichen Verlauf beurteilen können. Bei diesem Patienten habe ich mich auch ein bisschen schwer getan. Der hatte natürlich einen Hornhautzylinder, der korrigiert werden sollte. Und gerade die Zylinderschwankungen sind zum Teil bis eine Dioptrien bei Patienten mit Sicker-Problematik. Und da wollte ich dann schon wissen, wann ich wirklich die neue Brille möglicherweise dann auch anpassen kann. Auch in der Pentacam, die ja Tränenfilm unabhängig von der Oberfläche misst, die Pentacam-Vorträge kommen ja gleich noch, ein Astigmatismus der kornealen Vorderfläche von 1,3 Dioptrien, ansonsten regulär, was sicherlich schon mal eine gute Voraussetzung ist, und auch am linken Auge. Und schon da gibt uns aber auch die Pentacam an Blinzeln. Also da lag schon eine größere Problematik mit dem Tränenfilm vor, obwohl die Messung schnell erfolgt ist. Schaut man sich dann die nicht-invasive Tränenfilm-Auffrisszeit an, so sieht man hier rot markiert, dass hier der Tränenfilm doch deutlich schneller aufreißt, so ist es dann farbkodiert. Das liegt schon so Richtung 7,5 Sekunden, also bis schon hoch auffällig. Ist klassifiziert als Level 1. Angegeben wird dann auch noch der erste Aufriss, der schon nach knapp 6 Sekunden war und die durchschnittliche Aufrisszeit von um die 13 Sekunden. Also Sie bekommen da sehr, sehr viele Detailinformationen letztlich auch vom Gerät angegeben. Hier haben wir einen Bereich, deswegen habe ich Ihnen das auch nochmal mitgebracht, das linke Auge. Da kam ein Blinzler nach und 14,7 Sekunden war aber der Zeitraum, in der die anderen Bereiche, die hier weiß markiert sind, noch nicht beteiligt waren an der aufgerissenen, also an den Veränderungen der Placido-Ringe, an dem aufgerissenen Tränenfilm. Zweite Patientin, die hatte eine spezielle Kataraktchirurgie und hatte eine lichtadjustierbare Intraokularlinse implantiert bekommen. Da braucht man auch stabile Refraktionswerte, um dann eben postoperativ entscheiden zu können, wann sind die Werte eben stabil, und wir beleuchten diese spezielle Linse, um den Restastigmatismus, eine Hyperopie und Myopie zu behandeln. Wir hatten postoperativ noch eine Therapie mit Dexagentamycin und Akularaugentropfen. Und bei der Patientin hatten wir, Sie sehen, es ist ein bisschen älter, die lichtadjustierbare Linse war jetzt so ein bisschen vom Markt, wird jetzt aber wiederkommen. 1,9 Dioptrien am 1.7., 1,9 Dioptrien Astigmatismus am 7.7.
und am linken Auge 0,2 und dann plötzlich nach einer knappen Woche 1,0 Dioptrien. Und da stellte sich dann die Frage, wann können wir anfangen, starten, nochmal die Pentacam-Untersuchung. Dann haben wir hier eine Dioptrien, 0,9 Dioptrien. In dem Zeitraum hat es sich dann stabilisiert. Auch bei dieser Patientin sind wir hingegangen und haben uns mal angeschaut, wie bekommen wir das schneller stabil. Sollen wir eher Lipide ersetzen, eher die wässrige Komponente? Und bei dieser Patientin sieht man ganz klar, wässrige Komponente deutlich erniedrigt, 0,17 mm nur, hier 0,16 mm. Da ist doch ein ordentlicher Flüssigkeitsmangel selbst vorhanden. Das auch am Partnerauge. Die nicht-invasive Tränenfilmauffrisszeit darüber hinaus war auch auffällig. Also sollte man sich überlegen, ersetzt man auch Lipide oder geht man auf Präparate, die das eben von vornherein kombinieren. Da hat man ja mittlerweile therapeutisch schon einige Möglichkeiten. Hier das linke Auge nochmal dazu. Also auch da sehr, sehr viele Bereiche auffällig. Und so sah das aus im Report. Tränenmeniskushöhe im mittleren Bereich, Tränenfilmauffrisszeit im mittleren Bereich. Der Rötungsgrad recht ordentlich. Beschwerden waren auch nicht wirklich so stark vorhanden. Maibografie haben wir verzichtet und auch Bindehautstauchungsfalten. Der nächste Patient stellte sich vor, nach der Kataraktoperation präoperativ hohe Myopie. Deswegen wollte er auf minus 2 Dioptrien eingestellt werden. Das hat auch gut hingehauen, minus 1,75, minus 0,75 und hatte darunter ein Visus von 1,0. Navisus war super, der arbeitete eben extrem stark in der Nähe. Und er stellte sich vor und hatte plötzlich massive Refraktionsveränderung, spaltlampenmikroskopisch eigentlich gar nicht so auffällig, kleine Epithelunregelmäßigkeit. Und wenn man die Geräte dann hat, nutzt man sie auch. Im OCT zeigte sich auch kein cystoides Makulaödem. Hätte natürlich auch von der Refraktion von minus 2 auf minus 4,5 nicht so wirklich gepasst. Aber auch das wollte ich gerne ausschließen. Er war so ein bisschen ungehalten, weil er war eigentlich schon sehr gut nach der Kataraktchirurgie, wieder voll arbeitsfähig und nun passte alles nicht mehr. Er erinnerte sich doch dann irgendwann dran, dass er irgendwie mit der Tropfflasche mal ans Auge gestoßen sei. Ich habe Ihnen mal die Pentacam-Untersuchung mitgebracht, auch wenn das nicht so mein Thema heute ist. Und man sah eine massive Aufsteilung hier zentral. Und das war ganz gut, um dem Patienten auch wirklich dann zu sagen, wir haben einen guten Grund, weshalb Sie so schlecht sehen. Und wenn er das selbst mit der Tropfflasche verursacht ist, kann man dadurch schon mal so ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen. Auch ihn haben wir danach kontrolliert, bis die Werte wieder stabil waren. Und das hat ganz gut hingehauen. Ich habe mich dann sehr gefreut, als er nach einem Jahr wieder kam. Wieder das rechte Auge, stärker als das linke Auge, mit verschwommenem Sehen, vor allem am PC. Tränenersatzmittel nahm er ohnehin, da zum Teil ein bisschen unregelmäßig und hatte immer ein extremes Brennen der Augen. Aufgrund der Erfahrung, die ich mit diesem Patienten gemacht habe, habe ich gesagt, okay, da schauen wir uns doch mal gleich den Tränenfilm an. Ich möchte dann auch wirklich eine vernünftige Dokumentation, also am Keratographen. Bei diesem Patienten, das sehen Sie ganz ordentlich, ist der Tränenmeniskus ordentlich hoch. Also es war kein Mangel an der wässrigen Komponente. Und was Sie so ein bisschen vielleicht erahnen können, auch hier schon, Sie sehen hier so leicht eine Einziehung am Unterlid. Das ist das Partnerauge, das linke, an dem er weniger Beschwerden hatte. Und schaut man sich jetzt hier mal die Tränenfilmauffrisszeit an, so ist sie hochpathologisch. Und geblinzelt hat er auch noch, also er konnte irgendwie das Auge auch gar nicht wirklich offen halten. Also der erste Aufriss nach 2,5 Sekunden und die mittlere Auffrisszeit 6,5 Sekunden. Also weniger als 7,5 Sekunden ist schon sehr auffällig, wie wir vorhin in der Klassifikation gesehen haben. Auch das linke Auge war ordentlich betroffen, aber nicht ganz so extrem. Da war der erste Aufriss nach 6,5 Sekunden, der mittlere nach 10. Von der Rötung her ging das, mit Ausnahme jetzt dieses temporalen Areals, doch recht ordentlich. Das ist das Partnerauge wieder.
Und so sah das dann im Detail aus. Er war so empfindlich, dass ich ihm erstmal keine Mammographie zugemutet habe. Wir begannen damit Tränenersatzmittel, vor allem zur Unterstützung der Lipidphase, und ich habe auch oral gleich Omega-3-Fettsäuren noch dazugegeben. Wir sehen in der nächsten Kontrolluntersuchung, die wässrige Komponente ist weiterhin natürlich gut vorhanden. Und das ist jetzt der Befund der Tränenfilmaufrisszeit. Wir sehen da eine deutliche Verbesserung. Wir sind jetzt auch am rechten Auge, wobei er auch wieder geblinzelt hat, wenigstens mal den ersten Aufriss nach 7 Sekunden im Vergleich zu 2,5, was wir vorher hatten. Es wurde schon besser. Das ist das Partnerauge. Das ist ja von vornherein recht ordentlich gewesen. Die Rötung war vergleichbar. Und dann habe ich mir dann auch mal die Maibumdrüsen anschauen können, weil er weniger empfindlich war. Und das sehen wir im Unterlid so ein bisschen. Hier unten die Veränderung. Das war die narbige Einziehung. Der hatte der offensichtlich auch mal Inschalation gehabt, das Partnerauge deutlich besser. Und letzten Endes bin ich hingegangen und habe dann auch mal so eine leichte Sondierung der Maibumdrüsen vorgenommen, um die einfach wieder zu aktivieren. Das ist jetzt nochmal der zweite Erhebungsbogen. Wir haben immer noch Veränderung in der Tränenfilmaufrisszeit, aber deutlich besser schon im Vergleich zum Vorbefund. Sie haben dann unten auch die Möglichkeit, so Empfehlungen noch einzugeben, warme Kompressen, Lidrandmassage, da gibt es auch so vorgefertigte Texte, oder Sie können sich selbst was vorfertigen, um da dem Patienten wirklich was mit an die Hand zu geben. Es gibt aber ein bisschen was Neues, nämlich den Jenvis Pro Report, und den wollte ich Ihnen auch noch kurz vorstellen, weil er natürlich die Messungen zunächst durchführt, wie Sie das eben gesehen haben, an den Patientenbeispielen, aber Sie haben direkt auch eine Vergleichsdarstellung, was sicherlich sehr gut ist, um wirklich dem Patienten dann auch mitteilen zu können, so und so hat sich's verbessert. Und er braucht nicht die einzelnen Formen, also die Ausdrucke des Reports zu vergleichen, sondern hat hier direkt die Messung im Vergleich. Auch bei der Tränenmeniskushöhe, gleiche Darstellung wie gehabt. Auch die Rötung, und bei der Rötung, also der konjunktivalen Injektion, haben Sie unten dann nochmal so eine Gradeinteilung, einfach auch zum Vergleich, um das dem Patienten demonstrieren zu können. Eingeordnet selbst wird es aber weiterhin über den Rot-zu-Weiß-Abgleich durch das Gerät. Auch das können Sie dann als Verlauf darstellen. Und hier haben Sie dann auch direkt eine Progression mal dargestellt. Es kann natürlich auch immer in die andere Richtung gehen, womöglich auch bei entzündlichen Veränderungen am Auge. Hier der Maibographie-Scan. Das macht leider das Gerät noch nicht selbst. Das ist nur eine Darstellung jetzt eben des ausgefallenen Areals, hier mal markiert im Vergleich zu dem gesunden Areal. Was sollte man beurteilen? Die Anzahl der Maibumdrüse, die Länge, die Verdrehung und auch den Schwellungszustand im Vergleich zum Verlustgebiet. Und Sie haben jetzt hier auch die eigene Aufnahme des Patienten und im Vergleich, wie das normal von der Graduierung her vorzunehmen ist. Auch die Lipidschicht können Sie sehr ordentlich mit dem Keratographen beurteilen. Hier mal die Aufnahme, und Sie sehen da tatsächlich nicht nur wie in der Spaltlampe 0,5 mm, sondern wirklich ein Feld von 9 mm, das Sie sehr schön beobachten und beurteilen können. Auch die Darstellung von Hornhaut- und Bindehautstippen unter Zuhilfenahme von einem Tropfen Fluoreszein und dem Umschalten dann auf einen Blaufilter können Sie vornehmen. Auch das ist sicherlich zur Dokumentation sehr gut brauchbar. Und Sie sehen dann im Vergleich auch wieder die Graduierung, die durchs Gerät mit eingespielt wird. Wie sieht dann so ein Ausdruck aus? Also Sie können den extrem individuell gestalten. Er vereinbart jetzt aber nicht nur die Messwerte, sondern macht auch eine Bilddokumentation. Sie können sich hier aus den Reitern Ihre Bilder anklicken, rausziehen, was Sie bei den Patienten für sinnvoll halten. Sie können auch wieder Empfehlungen, wie hier unten, da steht jetzt nur Tränenfilm drin, Entschuldigung, angeben. Und Sie haben dann hier das rechte Auge beurteilt, das ist das, was Sie hier markiert sehen. Das ist das linke Auge.
können auch auf beide Augen gehen und aktivieren, ihn das mal ein bisschen vergrößert und Sie sehen dann auch wieder die Einteilung insgesamt des Befundes und dann der einzelnen Parameter, Tränenfilmaufrisszeit, die Dynamik, Interferometrie, Lid- und Lidkante und dann auch die Beurteilung der Bindehaut und Hornhaut, Lippkopf natürlich immer noch auch über den Spaltlampenbefund einzugeben und natürlich wird weiterhin der Fragebogen genutzt. Das heißt, mit der früheren Version, also dem normalen Yenwis Dry Eye, was eben diesen Report geliefert hat, haben Sie auf jeden Fall die Möglichkeit, schon eine nicht invasive, objektive Tränenfilmanalyse durchzuführen. Es ist ein gutes Tool zum Screening des trockenen Auges. Was jetzt noch nicht vorhanden ist, von dem, was in den Empfehlungen auch mit aufgenommen worden ist, ist die Osmolarität. Das kann das Gerät natürlich nicht. Wir haben den Ocular Surface Disease Index Fragebogen hinterlegt und wir erhalten auf jeden Fall einen Report, um eben die ganzen Befunde letzten Endes zusammenzufassen, dem Patienten was mit an die Hand zu geben, auch mit Empfehlungen. Gehen wir jetzt auf den Yenwis Pro Report, so haben wir dann noch stärker vordefinierte Aufnahmeleisten. Es ist deutlich schneller zu messen, weil Sie unnötige Augenwechsel vermeiden können. Sie haben Aufnahme- und auch Beurteilungshinweise nochmal hinterlegt. Sie können eine zusammenfassende Darstellung eben aller Messwerte und auch der Bilder generieren, die Sie gerne dem Patienten mit an die Hand geben möchten. Wir haben weiterhin die farbskalierten Klassifizierungen der kompletten Parameter und es sind eben verschiedene Möglichkeiten der Zusammenstellung des Reports verfügbar als Screening, individuell oder auch als Follow-up-Report. Dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und stehe Ihnen gerne auch für Fragen noch zur Verfügung.